brauche ich auch ein Mikro. Also normalerweise halte ich irgendwie Vorträge nur, wenn ich dafür einen Schein kriege oder eine Note. Ich mache heute mal eine Ausnahme und auch wenn ich wirklich ehrlich gesagt lieber das mache, worüber ich jetzt rede, mache ich heute eine Ausnahme. Also mir liegt das auch sehr am Herzen, dass ich euch heute zeige, was es so mit meinem Spezialgebiet auf sich hat. Erstmal möchte ich mich nicht vorstellen, ich bin Aline Westphal, ich komme aus Hannover, eigentlich aus Großburg-Wedel, das ist da, wo die Wolfs gewohnt haben bis vor kurzem. Ich habe szenische Künste in Hildesheim studiert, also sowas mit Medien und dann auch noch auf Diplom, also ich glaube so ein Neujude-Diplom oder sowas. Ja, und über mein Studium bin ich auch zu meinem Spezialgebiet gekommen und das möchte ich euch heute vorstellen. Alles begann im April 2009, als ich das Vorlesungsverzeichnis durchblätterte und auf folgende Veranstaltung stieß: Medienästhetische Überlegungen zur Luftgitarre. Ziel war es, da das Luftgitarrespielen zu analysieren und zu demonstrieren, welche Formen sich ergeben haben durch die Einführung der Gitarre und durch das verstärkergestützte Musizieren. Zudem war Forschungsthema, die audiovisuelle Präsentation von Musik zu reflektieren. Dazu gab es auch eine passende Übung: Luftgitarre spielen. Ziel dieser Übung: Luftgitarre spielen natürlich. Vor Kommilitonen, vor Dozenten und später sogar vor Publikum bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin habe ich dann auch teilgenommen. Das ist aber ein ganz anderer Kriegsschauplatz jetzt. Voraussetzung war es auch, Sie müssen in Berlin teilnehmen, sonst kriegen Sie keinen Schein. Und da dachte ich erstmal so, ja cool, so ich so als Rockmaus, rocktheoretisch ist das bestimmt total was für mich und so rockgeschichtlich. Aber ich dachte auch, brauche ich den Schein wirklich so dringend? Und ich als Rockröhre habe dann gesagt, ja, ich habe Lust, ich möchte das und verdammt, ich brauche den Schein auch. Also habe ich dann beide Veranstaltungen besucht. Ende vom Lied war, ich hatte irgendwie relativ großes Talent für die Praxis. Und ich wurde im Juli 2011 Deutsche Meisterin. Und im August 2011 Weltmeisterin. Ja, und auch in der Theorie bin ich in Deutschland, sage ich mal, eine der wenigen, die sich da auf dem Gebiet auch noch ein bisschen mehr auskennt. Ich habe meine Diplomarbeit, wie gesagt, darüber geschrieben, über die Kulturgeschichte der Luftgitarre. Das Schwierige an dem Thema war, oder die große Herausforderung, wie ich finde, es gibt kaum Publikationen zu dem Thema. Das heißt, wenn dann fungierten die ganzen Sachen, die ich gefunden habe, eher so als bildreicher Ratgeber, zum Beispiel zum Bühnenoutfit oder wie ich richtig gucken muss. Sowas habe ich dann gefunden. Oder auch die Standardmoves, wie ich die zu machen habe. Hier zum Beispiel den Duckwalk. Duckwalk kennt er, ne? Kennt er? Also den Chuck Berry gemacht hat. Es gibt ja noch den Angus Young Duck. Jedenfalls, das konnte ich ja alles schon und mich interessierte vielmehr, wann ist denn die Luftgitarre zum ersten Mal aufgetaucht? Seit wann gibt es sie und warum gibt es sie? Und warum weiß jeder, wenn ich so mache, dass ich eine Luftgitarre in der Hand halte? Also, wie definiert man Luftgitarre überhaupt? Seit wann gibt es das Phänomen schon? Welche wichtigen Ereignisse gab es in der Luftgitarrengeschichte und speziell in der Historie der Weltmeisterschaften? Und das alles möchte ich euch heute kurz vorstellen. Als Luftgitarre bezeichnet man eine unsichtbare und pantomimisch gespielte Echtgitarre. Sie entsteht durch die differenzierte Haltung der Arme und der Hände und durch das Nachahmen der dazugehörigen spezifischen Bewegungsabläufe. Um mit ihr musizieren bzw. das Musikmachen darstellen zu können, werden Gitarrenklänge als Grundlage benötigt, also zu denen der Luftgitarre das Playback spielen kann. Mimik, Gestik und Bewegung erinnern an die Vorbilder an der echten Gitarre, denn die Luftgitarre ist eine Reaktion auf das Bühnengeschehen, also ein vervielfältigtes menschliches Echo des Gitarristen auf der Bühne.
Sie ist für den Rockmusikkonsumenten ein wichtiges Ausdrucksmittel der Teilhabe an der Rockkultur. Ich mag Rock und das zeige ich auch. Sie ist also spontaner Ausdruck der Partizipation an der Rockmusik und eine Geste des Guitar Hero Fühlens. Luftgitarre spielen kann aber auch viel mehr sein als nur dieses, sondern es ist auch Performancekunst, also bei der Menschen im Rahmen von Wettbewerben oder auch außerhalb von Wettbewerben vor einem Publikum spielen, vor einem Publikum, das jahrzehntelang die musiktechnische Entwicklung des E-Gitarrenspiels, also die Posen der Rockstars, studiert und verinnerlicht hat. Doch wann ist die Luftgitarre zum ersten Mal aufgetaucht? Seit wann gibt es sie denn offiziell? Das war eben gerade die erste verifizierte Luftgitarre von 1957. Der Basssänger einer kanadischen Doo-Wop-Band, das ist so eine Art Swing, hat in einer amerikanischen TV-Aufzeichnung eben kurz Luftgitarre gespielt. Leider existieren keine vergleichbaren Videomitschnitte, also ich weiß nicht, ob er das jetzt immer gemacht hat oder ob das ein Ausrutscher war. Auf jeden Fall ist das die erste verifizierte Luftgitarre. Die meisten Luftgitarristen kennen diesen Clip nicht mal. Aber den nächsten, den ich euch zeigen werde, kennt sogar ihr vielleicht. Wer war das? Ja. Genau, das war Joe Cocker bei seinem legendären Woodstock-Auftritt. Bei seinem letzten Song With a Little Help from My Friends geht ungefähr 9 Minuten, hat er ekstatisch Luftgitarre gespielt. Und ich habe in meiner Diplomarbeit detailliert beschrieben, warum er sich denn so bewegt und warum er ausgerechnet Luftgitarre spielt. Ich habe mich gefragt, sind diese Bewegungen Auswirkungen einer Nervenkrankheit, an der er angeblich erkrankt sein soll? Oder ist es Lampenfieber, Nervosität oder ist es einfach nur, war der einfach nur Druck? Also vermute ich einfach mal, dass es Alkohol war. Er war wirklich, ich glaube damals 25 oder sowas und war damals schon. Oder war es Parkinson? Das hat man alles gemutmaßt, aber man weiß es nicht. Vermutlich macht er aber auch Musik machen. Denn fest steht, dass seit den 60er Jahren, also mit dem Trend von Massenkonzerten, immer mehr Musiker neben der Gitarre eben auch Luftgitarre gespielt haben. Also neben dem Musikmachen auch das Musikmachen dargestellt haben. Und obwohl Joe Cocker bekanntermaßen auf der Bühne keine Gitarre spielt, sondern Sänger ist, hat er ein rockmusikaffines Publikum vor sich, das genau weiß, was da passieren muss. Also auch Gitarristen auf der Bühne sehen, dass Luftgitarre gespielt wird. Mithin also, dass sie beim Gitarrespielen betrachtet werden. Und so richtet sich der Blick des Musikers auf seine eigene Performance, die er reflektiert. Warum man ausgerechnet Luftgitarre spielt, wird dann wohl daran liegen, dass kaum ein anderes Instrument auch so nah am Körper liegt. Deswegen gilt das Luftgitarre-Spielen auch als beliebteste Form des Instrumente-Imitierens, da eine sehr intensive Beziehung zum Klangkörper aufgebaut wird. Ich bin jetzt nicht wirklich zu der Erkenntnis gekommen, warum Cocker das macht. Also ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, zwischen war er einfach nur Drupp oder war er vielleicht wirklich krank. Er macht es aber auch heute noch, wie man sieht. Auch in den 70ern ist luftgitarrenmäßig ein bisschen was passiert. Es gab 1975 einen Club in London, The Bandwagon, und da sind rockgeschichtliche Dinge passiert. Es gab diesen DJ da mit dem Walrossbart, der bisher unbekannte Rockmusik auflegte, also statt The Clash spielte man dann so Black Sabbath und Led Zeppelin, das war vorher nicht so bekannt, und er verhalf Iron Maiden zum Karrierestart. Die kannte vorher noch kein Schwein und er hat die groß rausgebracht, hat mit denen die Soundhouse-Tapes aufgenommen, und es geht eigentlich vielmehr um das Foto, was man da vorne auf der EP sieht, denn das hat jemand gemacht, der indirekt Koryphäe der Luftgitarrenszene ist. Das ist nämlich Rob Lunehouse, Robert Yeatman. Genau, den sehen wir da. Der hat als Auslöser für einen Headbanger of the Year-Wettbewerb sich aus Pappkarton Gitarrenmodelle gebastelt. Und das wurde irgendwann so zum Trend in diesem Club, dass man das dann ausreifte und Spanholzplatten benutzte. Und so wurde er indirekt zur Koryphäe in der Luftgitarrenszene. Aber auch nur indirekt, weil eine Luftgitarre muss ja... 30 Sekunden! Oh, okay. Das schockiert mich ein bisschen. Wir überspringen mal ein bisschen was.
Ich würde euch gerne noch so viel erzählen, ich habe so viel zu sagen. Ich war ja in Finnland. Ich war in Finnland gewesen und habe da diese WM gewonnen und möchte euch eigentlich noch so viel über den Wettbewerb da erzählen. Die Weltmeister im Schnelldurchlauf. Oder wo die Anfänge waren und was Luftgitarre so bedeutet. Mir bedeutet es sehr viel. Ich rate euch, fangt auch damit an. Das ist einfach eine tolle Sache. Ich habe gelernt, wie man mit Groupies umgeht und all sowas. Und das war der Moment, als ich gewonnen habe. Und ich sage euch,